Über Donald Trump will ich sprechen mit Julius van der Laar. Er ist US-Politikanalyst. Schön, dass du zu mir gekommen bist ins Studio, Julius. Wie würdest du das denn einordnen, dieser Auftritt von Donald Trump? Also das ist doch mehr Hollywood, als tatsächlich eine Agenda aufzuzeigen. Ja, vor allem ist es ein starker Kontrast zu den ersten Anklagen, wo er schon auch im Gerichtssaal saß. Damals noch eher ruhig, solemn, wie man in den USA sagt. Und gestern natürlich voller Kampfeslust und auch mit spitzen Attacken gegen den Richter, was ja normalerweise nicht unbedingt das Rezept für Erfolg ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es geht um viel. Es geht um seine geschäftliche Existenz, 240 Millionen Dollar. Kann dieser Prozess ihn tatsächlich wirtschaftlich ruinieren? Und es geht vor allem um den Kern seiner Existenz und auch die Marke, die er aufgebaut hat. Er hat immer gesagt, ich bin ein Multimilliardär. Ich bin derjenige, der im Endeffekt den amerikanischen Traum und auch den Erfolg verkörpert. Wenn das ihm jetzt weggenommen wird und es nicht mehr ist Trump, der Milliardär, der so wahnsinnig erfolgreich ist, sondern einer, der überzogen hat, der übertrieben hat, ein Hochstapler. Wenn sich das anfängt, in die öffentliche Meinung mit reinzumassieren, dann, wie gesagt, ist der Kern der Marke Trump angekratzt. Und das könnte ihm natürlich auch im Wahlkampf schaden. Und das weiß er. Genau. Wie wird das Auswirkungen haben auf seine Präsidentschaftskandidatur 2024, die ja noch nicht offiziell so verkündet ist für die Republikaner? Er muss noch kämpfen. Könnte er tatsächlich zurückgeworfen werden? Da gibt es halt die zwei unterschiedlichen Stränge. Das eine ist der legale. Wie schadet ihm genau so ein Auftreten in dem Gerichtssaal? Könnte es seine möglichen Chancen dann auch für einen glimpflichen Verlauf auch mindern? Und das Zweite ist, wie hilft es ihm in den Umfragen? Und wenn wir uns die Umfragen anschauen, dann sehen wir jedes Mal, wenn er so auftritt und eben auch in einen Gerichtssaal geht, dann steigen die Umfragewerte für ihn. Das war schon nach Mar-a-Lago so, das war auch schon in Washington so. Insofern ist das eine klare abzusehende Strategie von Trump. Ganz konkret die Umfragen. Er ist überall vorne. Teilweise führt er die Umfragen mit 50% vor den anderen republikanischen Rivalen an. Insofern, glaube ich, kann man zu diesem Zeitpunkt sagen, sieht das alles so aus, als ob Trump auch der nächste nominierte Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei sein wird. Aber die Republikaner zerfleischen sich doch im Moment selbst. Jetzt gibt es sogar Angriffe gegen den Hardliner, den Führer der Republikaner im Repräsentantenhaus, McCarthy. Der soll abgewählt werden. Da gibt es jetzt einen Antrag. Also welche Rolle spielt das? Zeigen die Republikaner damit, dass sie im Prinzip gar nicht regierungsfähig sind? Naja, Trump ist das Machtzentrum, um das sich alles dreht. Im Repräsentantenhaus ging es um den Haushalt, der ja am Wochenende gerade so mit Ach und Krach noch mal 45 Tage verlängert wurde. Einige Hardliner, Hardcore-Trump-Unterstützer wie Matt Gaetz, der Repräsentant aus Florida, der selber auch Ambitionen hat, Gouverneur von Florida zu werden, der hat gesagt, ich schaue hier nicht mehr länger zu. Ich will, dass Joe Biden jetzt auch wirklich blockiert wird und hat deshalb eben auch angestrebt, dass der Anführer seiner eigenen Partei im Kongress abgesetzt werden soll. Dafür braucht er aber auch erst noch eine Mehrheit. Ob es die auch wirklich geben wird, das wird sich erst in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich auch abzeichnen werden. Aber es zeigt einmal mehr, wie verstritten die Republikaner untereinander sind, aber vor allem, welche Macht auch nach wie vor Donald Trump innerhalb dieser republikanischen Partei hat. Aber kann dann der amtierende Präsident Joe Biden, er wird kandidieren, er wird noch einmal antreten 2024, überhaupt davon profitieren? Zum einen von diesem ganzen Prozessgehabe rund um Donald Trump, aber er hat ja auch Probleme, sein Sohn Hunter Biden. Richtig. Der muss auch vor Gericht, das schwarze Schaf der Familie. Und da setzen die Republikaner ja immense Kräfte drauf, ihn im Prinzip abzuschießen damit. Absolut. Und für die Republikaner ist das natürlich gefundenes Fressen. Die wollen sagen, na gut, unser Präsidentschaftskandidat Donald Trump steht möglicherweise auch vor Gericht, auch wenn es ein Witch Hunt ist und ein False Trial ist, was auch Trump und seine Rhetorik immer wieder hergibt. Die sagen aber, schaut euch doch die Biden Crime Family an, also die Verbrecherfamilie Joe Biden. Die sind korrupt. Na? Joe Biden hat immer wieder zugeschaut, hat sogar unterstützt dabei, seinem Sohn bei Business Dealings, bei unterschiedlichen Geschäftsbeziehungen eben auch zu helfen. Wobei es dafür keinerlei Indizien gibt. Aber jetzt muss eben auch Hunter Biden vor Gericht. Und das wird genau das Argument sein von den Republikanern. Schaut zu, Joe Biden ist absolut korrupt. Genauso wie sie es damals, 2016 übrigens auch mit Hillary Clinton gemacht haben. Und das müssen sie auch, weil Donald Trumps Umfragewerte so niedrig sind. Zumindest in der Hinsicht, dass viele Leute sagen, wir wünschen uns ihn nicht unbedingt noch mal als Präsidentschaftskandidaten. Deshalb müssen sie Joe Biden mit runterziehen. Und wenn man sich die Umfrage anschaut, sowohl Joe Biden als auch Donald Trump sind unten durch in der öffentlichen Meinung in Amerika. Niemand will eigentlich oder ist zufrieden mit diesen beiden Präsidentschaftskandidaten. Insofern wird die wahrscheinlich die größte Schlammschlacht, die wir überhaupt je gesehen haben. Und ich weiß, dass wir das beim letzten Wahlkampf und bei dem davor auch schon hier gesagt haben. Aber diesmal wird es wahrscheinlich noch schlimmer als je zuvor. Also ich freue mich darauf, mit dir intensiv über diese kommenden Monate zu diskutieren. November 2024 wird es soweit sein. Die US-Präsidentschaftswahl, Julius van der Laar, unser US-Politanalyst und Kenner der US-Szene. Danke für das Gespräch. Danke dir.